Bei mir ist Sophie Jones und Frau Jones hat vor 9 Jahren die Zeugen Jehovas verlassen. Mich interessiert natürlich, warum sind Sie gegangen und war es schwer auszusteigen? Der Ausstieg war die schwerste Entscheidung in meinem Leben, weil man natürlich sein komplettes soziales Umfeld verliert, weil alle Zeugen Jehovas zu ausgeschlossenen Mitgliedern keinen Kontakt haben dürfen. Für mich war einer der Gründe, dass mein Vater ausgeschlossen war und die Bedingung war für meine Taufe, dass ich den Kontakt zu ihm abbrechen muss. Ich war dann recht depressiv und habe einfach in meinem Leben keinen Sinn mehr gesehen. Und das war einer der Momente, wo ich dann wirklich aufgewacht bin. Ich hatte schon viele Jahre Zweifel und habe immer mich gefragt, ist das wirklich das, wonach ich mein Leben ausrichten möchte? Und ja, und das war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Inwiefern sind die Zeugen Jehovas gefährlich? Also ich persönlich finde, sie sind sehr gefährlich, weil sie einfach in das persönliche Leben und auch in die Gesundheit der Mitglieder sehr eingreifen. Bluttransfusionen, die Leben retten, sind untersagt, auch für Kinder. Oder viele Mitglieder haben einfach wirklich wahnsinnig schlimme psychische Probleme. Und ich finde, das ist einfach eine große Gefahr für die Gesellschaft und man müsste diesen Menschen viel mehr helfen. Wie bewerten Sie den Vorfall in Hamburg? Möglicherweise war es jemand, der sogar Kontakt zu den Zeugen Jehovas schon hatte. Hat das einen Grund, kann es sein, dass man austickt, wenn man irgendwie diesen ganzen Kontakt zu seiner Familie verliert? Die soziale Ächtung ist natürlich eines der größten Machtinstrumente der Zeugen Jehovas und es ist wirklich schlimm, man kann sich das als Außenstehender gar nicht vorstellen, dass Eltern ihre Kinder verstoßen oder andersrum, nur wegen der Religion, dass diese Menschen niemals mehr miteinander reden. Und natürlich entsteht da wahnsinnig viel Wut, es ist riesiges Traumata, es ist Indoktrination, es ist Gehirnwäsche, was sich über Jahre vielleicht schon angestaut hat. Und ich finde, das ist eine furchtbare, furchtbare Tat und ich bin natürlich in Gedanken bei den Opfern und ich versuche auch mitzufühlen, weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, in so einer Gemeinschaft aufzuwachsen. Der Vorfall in Hamburg, der hat sicherlich bei Ihnen auch Emotionen geweckt und da frage ich mich natürlich, was ging Ihnen durch den Kopf? Für mich war das extrem schockierend. Es ist einfach eine Gräueltat, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich denke natürlich die ganze Zeit an die Hinterbliebenen, an die Betroffenen, an die Kinder. Es ist einfach grausam und ich finde es sehr schade, dass die Menschen dort, denen das Leben genommen wurde, nie die Chance hatten, ein Leben außerhalb der Sekte kennenzulernen. Ich möchte mich für das offene Gespräch bedanken und auch unsere Gedanken sind natürlich bei den Hinterbliebenen von Hamburg.